willkommen auf Gili Air und der erste Eindruck ist absolut paradiesisch und in diesem Video erfahrt ihr, warum es sich lohnt, unbedingt auf Gili Air mal vorbeizuschauen, was man hier so machen kann, wo ihr euch auf jeden Fall mal durchprobieren solltet und wir freuen uns einfach mega auf die nächsten Tage hier auf dem kleinen Inselparadies. Wir sind Laura und Finn und wir sind 2020 nach Bali ausgewandert. Seitdem sind wir mit unseren Backpacks in Indonesien und in Südostasien unterwegs. Für uns ist es das allererste Mal auf Gili Air und wir sind super aufgeregt, weil auf Gili Ti waren wir glaube ich schon 100 Mal, also Laura war glaube ich schon fast 10 Mal da. Und auf Gili Meno waren wir schon ein paar Mal so für Schnorcheltouren, aber auf Gili Air waren wir noch gar nicht. Haben nur super viel gehört, dass es total schön sein soll. Deswegen sind wir umso gespannter, wie es uns gefallen wird. Wir werden alle Vorurteile und Gerüchte mal unter die Lupe nehmen, weil was wir bis jetzt immer gehört haben, ist, dass es relativ ruhig und verschlafen ist und eher was für Pärchen. Und da dachten wir immer so, wissen wir nicht so richtig. Deswegen, wir schauen jetzt mal, was hier wirklich los ist. Ich würde sagen, jetzt geht's einfach mal los zur ersten Unterkunft. Can you remember? Ja. So, wir haben direkt Bikes. Sehr gut. Man hat entweder ein paar ältere Modelle oder neuere Modelle mehr. Die neueren kosten jetzt 50.000 ADR pro Tag und die älteren kosten 30.000 ADR pro Tag. Wir haben jetzt gerade unser Zimmer hier bekommen und es ist echt richtig cool, oder? Was richtig schön, also gerade im Vergleich zu unserer Unterkunft der letzten Nacht. Ja. Es ist sehr viel schöner und total gemütlich und ganz viel Platz, also wir sind jetzt schon ganz erholt. Zwei Waschbecken und zwei Duschköpfe. Also ich glaube, waren wir jemals schon mal in einer Unterkunft, wo wir zwei Duschköpfe hatten? Ich glaube nicht, also... Richtig cool. Jetzt schwingen wir uns aber erstmal aufs Bike und suchen ein Frühstücksplace, weil der Magen macht es bemerkbar. Das Essen war hier richtig gut, also Gili Bliss können wir richtig, richtig empfehlen. Das Avocado-Toast war eins der besten, die wir hier bisher hatten, oder? Sehr viel also. Besser als teilweise sogar in Canggu. Und jetzt würde ich sagen, schwimmen wir uns mal auf die Bikes und cruisen ein bisschen mehr Insel. Was uns hier direkt auffällt, ist, dass es auf Gili Air deutlich grüner ist. Es gibt irgendwie viel mehr Palmen als auf Gili Ti. Ich habe das Gefühl, auf Gili Travangan sind einfach schon fast alle Palmen irgendwie abgeholzt worden. Also hier ist es noch deutlich ursprünglicher, das ist irgendwie echt schön zu sehen. Oh nein, jetzt haben wir ein Crossing, wir wissen nicht wohin, ich glaube rechts rum. Also es ist noch echt sehr, sehr ursprünglicher untouched, aber trotzdem gibt es ganz viele Bars, gerade auf der Sunset-Seite, da werde ich mich auch drauf freuen, heute Abend mal auf ein kleines Bintang die Sunset-Seite nochmal auszuchecken. Wir werden die nächsten Tage hier erstmal ein bisschen arbeiten, aber halt auch die Insel ein bisschen genießen. Das heißt, wir werden uns hier durchschlemmen und den Island-Vibe aufsaugen, so gut es geht. Und ja, ich glaube, das, was ich am meisten hier an der Insel feiere, ist einfach dieser mega entspannte Vibe und vor allem die Sunsets hier sind der absolute Hammer. Irgendwie nochmal viel schöner als auf Bali. Nach zwei Nächten in dieser wunderbaren Unterkunft, die wir jedem nur empfehlen können, ist für uns heute Moving Day. Deswegen haben wir schon unser ganzes
Gepäck auf dem Rücken. Campen mit dem Fahrrad. Genau, wir ziehen nämlich in ein kleines Guesthaus mehr in Richtung Hafen. Das haben wir uns gestern einmal angeguckt und für ganz gut befunden, leider ohne so einen schönen Pool. Und danach tauschen wir unsere Bikes, weil Finn hat... Ich habe jetzt noch eine kleine Luftunterstützung bekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt bis zum Guesthouse kommen, weil sonst würde ich nämlich auch... Das ist jetzt unser Guesthouse für die nächsten zwei Nächte. Genau, ganz, ganz simpel, aber gut. Ich glaube, es war sogar die beste Decke, die wir jemals auf Gili hatten. Das ist eine richtige Decke. Sieht super aus. Fernsehen, falls man das möchte. Jetzt geben wir aber erstmal unsere Bikes zurück, weil wir die nur zwei Tage ausgeliehen hatten. Und das Beste nämlich hier in der Unterkunft ist, für den Preis von 250.000 pro Nacht sind kostenlose Fahrräder und Frühstück inkludiert. Richtig guter Deal, oder? Richtig guter Deal. Einen wunderschönen guten Morgen aus Gili Air. Es ist jetzt unser vierter Tag hier auf der Insel. Und nachdem wir die letzten Tage sehr viel gearbeitet haben und uns einfach durch die Insel geschlemmt haben, ist heute endlich mal Zeit zum Exploren. Heißt, heute finden wir raus, was man alles auf Gili Air so unternehmen kann. Da freuen wir uns schon drauf. Und sagen, wir sind so verliebt in diese Insel. Oh mein Gott. Wir müssen sagen, es ist das allererste Mal seit 2 Jahren, wo wir jetzt remote arbeiten, wo es uns wirklich schwer gefallen ist, an einem Ort, wo andere Urlaub machen, zu arbeiten. Aktivität hier auf Gili Air ist auf jeden Fall das Schnorcheln und Tauchen. Überall, wenn man schon ankommt, sieht man die ganzen Tauchschulen und Tauchboote. Also das Wasser drumherum ist absolut paradiesisch. Hier kann man die 3-Island-Tour machen, heißt man klappert auf dem Boot einmal Gili Air, Gili Tee und Gili Meno ab. Man fährt zu allen berühmten Spots, wie zum Beispiel zu den Statuen oder zum Blue Coral Point. Oder zu den Turtle Paradises. Und man kann natürlich mit Turtles schwimmen. Was könnte man sonst auf Gili machen? Man kann auf jeden Fall hier auch schon vom Beach aus Turtles sehen, was ein absoluter Traum ist. Wir sind da immer wieder fasziniert, dass es doch auch so einfach ist. Wenn ihr den absoluten Turtle-Tipp haben wollt, wir machen das immer mit einer Drohne. Heißt, wir fliegen immer mit der Drohne einmal hoch und schauen, wo man die Turtles sehen kann und hüpfen dann da ins Wasser. Können wir nur empfehlen für alle, die eine Drohne haben. Als erstes fahren wir jetzt einmal auf die Ostseite der Insel, da waren wir bisher nämlich noch gar nicht. Wir sind jetzt an der Ostseite der Insel angekommen, also hier ist die Sunrise-Seite, hier geht es morgens los und wir müssen sagen, das Wasser sieht so krass aus, es ist wirklich kristallklar und türkisblau. Allerdings, was uns jetzt hier auffällt, ist, dass der Strand nicht so ganz ideal zum Liegen ist. Das kann zum einen dran liegen, dass jetzt gerade noch High Tide ist, aber ich glaube, dass generell wahrscheinlich hier jetzt nicht unbedingt die paradiesischsten Strände zum Baden sind. Dafür ist das Wasser umso schöner und man ist gefühlt fast schon in Lombok, was richtig, richtig cool ist. Wir haben gerade gesagt, ich glaube, so nahe an Lombok waren wir schon lange nicht mehr und man sieht echt, man hat einen absolut krassen Blick auf die andere Seite. Es ist wirklich traumhaft schön. Als nächsten Stop sind wir an der Hafenseite angekommen und hier findet ihr total süße Boutiquen, falls ihr ein bisschen einkaufen wollt. Von kleinen Deko-Shops bis hin zu Schmuck alles und kleine Bikinis. Genau. Aber auch falls ihr euch eine Tauchschule suchen möchtet oder einen Schnorchelausflug machen möchtet, das ist hier der richtige Ort, um das zu organisieren. Genau, außerdem sind hier, glaube ich, die meisten Restaurants, zumindest auch sehr viele günstige lokale Restaurants, sind die Hafenstraße einmal hoch. Aber auch die ganzen Bootsanbieter, heißt, wenn ihr von hier dann wieder zurück nach Lombok oder nach Bali möchtet, könnt ihr hier quasi euren Rücktransport organisieren. Heißt, hier ist so ein bisschen das Zentrum von Gili Air, würde ich es nennen. Aber es ist trotzdem auch hier wunderschön. Zum Baden können wir allerdings diese Seite nicht empfehlen, weil hier eben die ganzen Boote auch anlegen. Wir sind jetzt in so einer Boutique und eigentlich wollten wir nur schauen, aber jetzt sind wir doch ganz schön fündig geworden für unsere Villa.
weil hier gibt es so süße Sachen, also egal ob Schmuck oder so Interior-Stuff. Und irgendwie natürlich kann man jetzt sagen, man kriegt doch alles auch auf Bali, ja, aber irgendwie, wenn man das mit so einer persönlichen Erinnerung von Gilly verbindet, mögen wir das auch sehr gerne. Und es hatte ja alles gerade so einen süßen Vibe und ich glaube, es wird richtig gut passen. Wir sind jetzt auf der Westseite der Insel angekommen und hier findet ihr ganz viele Beachclubs und da, die sind alle kostenfrei zu nutzen. Ihr müsst meistens einfach nur ein Getränk bestellen und ich glaube, hier werden wir jetzt uns mal eine Kokosnuss holen und ins Wasser springen und den Tag am Strand genießen. Uns geht es jetzt heute schon wieder zurück nach Bali, nach 5 Tagen hier auf Gili Air. Eigentlich war nur viel geplant, aber wir haben uns entschieden, dass wir es verlängern, weil es uns hier so gut gefallen hat. Geht es jetzt zurück und wir gehen so ein bisschen mit einem lachenden Bein im Auge, weil Gili Air ist echt, glaube ich, die Überraschung des Jahres. So würde ich auch sagen, obwohl wir jetzt 4 Monate in Thailand waren, da tolle Orte gesehen haben, dass wir direkt vor unserer Haustür nochmal so einen wunderschönen Ort entdecken dürfen, ist für uns einfach wahnsinnig schön und wir können das wirklich jedem ans Herz legen, kommt nach Gili Air auf eurer Bali-Reise, weil das vor ist wirklich... Allen Dingen, ja, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Gili-Inseln können wir wirklich ganz klar sagen, das ist die allerbeste, also unser persönlicher Favorit, weil du hier eine Mischung aus, du hast auch Bars und auch wenn du ein bisschen irgendwie abends was trinken willst, geht es hier, aber du hast eben diesen absoluten Chill-Vibe, den du auf keiner Insel so gut hast, plus das mega gute Essen, heißt Top Recommendation überhaupt auf deiner Bali-Reise. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal, damit ihr keine Travel Insights aus Indonesien und Südostasien mehr verpasst. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut und auch gerne schreibt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Hier noch ein kleines Insight aus unserem letzten Abend. See the sun.